Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem nachmittäglichen Treff am Stand von Brava. Neben mir steht wieder Katrin Braun als meine bewährte Gesprächspartnerin seit vielen Jahren schon. Oh, hab nicht mitgezählt. Ich auch Hätte nicht. Hätte ich machen sollen. Ich auch nicht. Aber ich freue mich, dass Sie uns wieder zur Verfügung stehen, mit uns hier die Neuheiten zu besprechen. Liebe Zuschauer, nochmal ein kleines Wort in eigener Sache. Wir können es nicht ändern. Irgendwie steckt der Wurm heute drin. Es ist nicht unser Tag, aber trotzdem geben wir uns ganz, ganz große Mühe. Wir können Ihnen das wirklich versichern. Es kommt alles zusammen. Wie ich es heute früh schon sagte, erst kommt der Zug wegen technischer Verspätung zu spät hier an, dann noch ein verkehrter Wagenreihung. Das zieht sich irgendwie heute im Laufe des Tages fort. Kennen Sie sowas? Ja, bei uns hat es auch ähnlich angefangen, aber alles harmlos. Also, das denke ich auch. Wir nehmen es mit Humor und steigen auch gleich ein in die Neuheitenvorstellung. Ja. Und da haben wir was Wunderbares stehen. Sieht nach Handmuster aus. Eine tolle Lok. Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen am Brava-Stand. Vor uns steht die Baureihe 02, unsere diesjährige Formneuheit im Bereich Triebfahrzeuge als Dampflokomotive. Wir haben ja bereits die Baureihe 01 vorgestellt, die auch in diesem Jahr noch ausgeliefert wird. Und die Baureihe 02 unterscheidet sich zu der 01 natürlich in einigen optischen Details, auch im Modell. Ja, wir bringen als Serienstart zwei Versionen auf den Markt in Epoche 2, die sich aber innerhalb der Epoche 2 unterscheiden. Die haben zwei verschiedene Tender. Und zur Baureihe 01 unterscheidet sich diese Serie insbesondere durch die unterschiedlichen Nieder- und Hochdrucktriebwerke. Die Zylinder, die Baureihe 02 hat 4, die Baureihe 01 nur 2. Und ja, diese hier bekommt noch eine Innensteuerung, eine Kropfachse und hat einen kürzeren Rahmenvorschub. Also ist doch optisch einiges anders. Viele Kunden denken vielleicht, dass sie sich sehr ähnelt. Das ist aber nicht so, sodass wir hier wirklich zwei verschiedene Modelle haben werden. Also ich sage mal, präsenter in der Öffentlichkeit war immer die 01, muss ich dazu sagen. Die 02 war ja doch nicht so weit verbreitet, aber immerhin eine wunderschöne Maschine. Wir drehen sie gerade mal in einer Front, um nochmal eine andere Ansicht zu bekommen. Die ist in der Vorfertigung, also nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich dann mit Sicherheit als fertiges Modell hier ja, in Nürnberg präsent so sein, ist oder? Ja, geplant, genau. Im Vorbild war das ja so, dass zwischen der 01 und der 02, glaube ich, noch abgewogen wurde, welches Modell dann im Vorbild in Serie geht. Damals hat man sich für die 01 entschieden, deshalb ist die vielleicht präsenter, aber die 02 hat ja, von der technischen Entwicklung und der Geschichte auf jeden Fall trotzdem eine große Bedeutung. Deswegen wollen wir sie auch ins Modell umsetzen. Also ich denke, da werden viele Modellbahnfreunde schon jubeln. Wenn ich Platz hätte und eine große Modellbahnanlage, genau, würde ich die mir jetzt zulegen wollen. Was ich noch betonen möchte, das ist jetzt kein Handmuster, sondern es sind schon alles Formteile. Also, ja, ist schon, ja, aber ist aus den Werkzeugen, genau. Das ist jetzt hier ein Dummy, aber es sind komplett alles Formteile. Unlackiert, wie man jetzt sieht, sieht man auch mal ein bisschen die unterschiedlichen Materialien, aber alles aus den Werkzeugen. Ein wunderschönes Modell. Ich denke, das wird vielen Modellbahnern gefallen. Aber jetzt kommt ja noch ein tolleres Modell hinterher. Das ist eine Lokomotive der Deutschen Reichsbahn, eine E-Lok. Genau, die E11. Die E11, auch Holzroller genannt. Wissen Sie warum? Sie wissen es bestimmt besser als ich. Nein, leider nicht. Ich dachte, die Frau Braun kann mir jetzt helfen. Also okay, sie hat den Spitznamen Holzroller. War in der DDR ja sehr weit verbreitet, war vor Güterzügen und auch vor Schnellzügen anzutreffen. Auch hier frisch aus den Werkzeugen. Ja, die E42 ist ja schon lange Jahre Teil vom Brava-Sortiment. Die haben wir auch in den vergangenen zwei Jahren technisch komplett überarbeitet. Die hat eine ganz neue Elektronik und einen neuen Antrieb bekommen. Und jetzt dieses Jahr wollen wir optisch noch mal was ändern. Mit der E11 kommt im Prinzip die Neubau-Elektrolok auf den Markt, die erste von der DDR. Und das bedeutet für uns im Modell im Prinzip ein komplett neues Gehäuse und ein neues Dach, sodass wir da mit der technischen Überarbeitung vom Vorjahr von der E42 wieder von einer ganz neuen Formneuheit sprechen kann, die formtechnisch ja, so noch nicht da war. Die kann dann sicherlich ja auch, kommt auch sicherlich verschiedene Farbvarianten. Ich nehme an, das Original Grün der Deutschen Reichsbahn als E11 und dann später in der DB-Lackierung und so weiter. Gibt es auch, glaube ich, noch eine SBB-Lackierung für die Schweiz. Ja. Also
gibt einige Optionen. Das war ja für mich sowieso überraschend, dass diese Lokomotive in der Schweiz gefahren ist. Ja. Das wussten wir gar nicht. Ja. Da muss ich sagen, dass diese Lokomotive da unten sogar rumgefahren ist. Das finde ich toll. Ja. Genauso wenig, wie ich gewusst habe, dass zum Beispiel in der Schweiz auch Mitropa-Speisewagen gab. Okay. Jetzt guckt sie mich an, aber es ist tatsächlich so, in der Schweiz fuhren auch nach der Wende noch Mitropa-Speisewagen. Das war für mich genauso neu, ja. Aber wie gesagt, ein wunderschönes Modell und verdient auch, wieder neu aufgelegt zu werden. Genau, also da freuen wir uns auch drauf. Die wird dann im Laufe des Jahres fertig. Ja. Dann die nächste, das ist eine Formneuheit, so habe ich es auch bei mir hier auf dem Zettel stehen, Produktpflege, das heißt, die gab es ja schon mal bei Ihnen. Richtig, da sprechen wir jetzt von der Baureihe V100, in dem Fall die Ostversion. Wir haben ja auch die V100 West im Sortiment. Die begleitet das Brava-Sortiment schon viele Jahre, ein Klassiker bei uns im Produkt, in der Produktauswahl. Wir werden dieses Jahr umfassend technische Änderungen vornehmen. Das heißt, sie bekommt eine LED-Beleuchtung, einen neuen Motor. Also dadurch wird der Antrieb komplett neu gemacht. Eine neue Elektronik, in den Extra-Versionen eine Digitalkupplung, die elektronisch ansteuerbar ist. Und wir werden zusätzlich ein neues Gehäuse fertigen für die Alstom-Versionen, sodass wir da komplett, formtechnisch ein ganz neues Produkt haben, und die DR-Ost-Versionen werden einfach technisch erneuert und auch optisch in Form von der LED-Beleuchtung und auch im Bereich des Drehgestells nochmal einige Änderungen. Also das sind schon sehr umfassende Formänderungen, sodass man hier durchaus von einer Formneuheit sprechen kann, mit dem neuen Gehäuse umso mehr. Ja, als nächste Formneuheit oder Produktpflege. Die Diesellok, die V160, ist ja auch so ein Klassiker, der eigentlich viele Fans hat. Und wenn man so in diesen Foren unterwegs ist, gerade bei Facebook und so weiter, es ist unglaublich, wie viele Leute diese Lok lieben. Ja. Manche sagen sich vielleicht, hätte ich doch mal früher schöne Fotos von dieser Lokomotive gemacht. Jetzt werden sie immer seltener. Ja. Im Norden fahren ja noch welche, 2 Stück, glaube ich, oder 3 oder 4, keine Ahnung. Die Modell wird also als Formpflege wieder angeboten. Genau, da machen wir es ähnlich wie bei der V100. Wir haben uns einfach vorgenommen, aus unserem Produktsortiment nach und nach auch ältere Produkte komplett zu überarbeiten, dass die technisch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und bei der Baureihe V160 oder 216 wird hier insbesondere der Frontbereich optisch aufgewertet. Das ist auch eine LED-Beleuchtung, die Pufferaufnahme, dann der Bereich von den Frontscheiben mit den Scheibenwischern. Und sie bekommen neue Getriebegehäuse, eine Führerstandsbeleuchtung und auch einen neuen Motor. Also es sind auch umfassende Änderungen von einem bestehenden Produkt, sodass es einfach wieder zeitgemäß und modern auf den Markt kommen kann und weiterhin viele Kunden findet. Deswegen werden die Kunden ja nicht die alte Lok wegschmeißen. Die kann man ja elektronisch nachrüsten, aber da werden viele auch spitz auf diese Lok sein, wenn sie mit der neuesten elektronischen Ausstattung dann sozusagen auch auf der Anlage wieder kommt. Genau, das einfach soll zeitgemäß bleiben und jetzt ist auch einfach weiterhin ein wichtiges Produkt in unserem jetzt Bereich. Jetzt habe ich ein Stichwort für Sie, Donnerbüchsen. Ich meine, das klingt ja immer ganz brutal, Donnerbüchsen, aber die vielen Modellbahner wissen, was gemeint ist. Jetzt liefere ich das Stichwort Donnerbüchse. Ja, das sind typische Nahverkehrswagen, die sind dieses Jahr, oder werden dieses Jahr eine Formneuheit von Brava. Im Prinzip Wagen in der Austauschbauart, damals eng verknüpft mit der Einführung von Normen, von Bauteilen. Und wir werden da, ich glaube, 4 verschiedene Wagen auf den Markt bringen, die sich optisch unterscheiden. Einmal ein Packwagen, dann erste, zweite, dritte Klasse Wagen. Und hier auch ganz wichtig, wird gleich sehr viele Ländervarianten davon geben, also für Frankreich, für Luxemburg, für Tschechien, für Österreich und natürlich auch die klassischen deutschen Versionen, Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn in Epoche 2 und 3. Es wird eine große neue Wagenfamilie von Brava werden. Zur Einführung gibt es eine Vorbestellaktion. Da können die Kunden, die sich dafür entscheiden, einen kompletten Zug mit Innenbeleuchtung zu kaufen, werden einen Gratiswagen on top bekommen. Und die Wagen sind dann ab Werk schon komplett eingerichtet mit Innenbeleuchtung und fertig ausgestattet, sodass man sie gleich
Also einfach mal draufsetzen, fahren, freuen. Genau, so soll es sein. So ungefähr sehen wir das. Genau. Wunderbare Aktion, Vorbestellaktion, liebe Zuschauer, mit die Donnerbüchs mit LED-Beleuchtung. Und kostenlos gibt es dann noch einen Güterwagen G10 als Beigabe dazu. Je nach Epoche einen, der passt, sodass dann auch ein originalgetreuer Zug kombiniert werden kann. Der passt wahrscheinlich auch mit der Bedruckung dann so zusammen. Genau, das werden wir entsprechend abstimmen. Perfekt. Was soll's? Ist halt braver, ne? So, jetzt kommen wir zu den Kesselwagen. Die Uerdinger Kesselwagen oder Bauart Uerding sind ja auch ein bisschen legendär. Die stammen ja so alle aus der Zeit, als viele Kesselwagen gebraucht wurden. Teilweise als Gaskesselwagen, Lebensmitteltransporte, Benzin, alles Mögliche. Sie haben hier ein Set aufgelegt, denke ich mal. Das sind Einzelwagen. Das sind einzelne Wagen. Wir haben nur schon sehr viele Varianten angeboten, weil es die auch in unterschiedlichen Lackierversionen und Epochen gibt, auch für verschiedene Länder. Hier wollen wir immer so viele Kunden wie möglich bedienen. Je nach Epoche oder Land sammelt ja jeder auch andere Produkte. Und bei den Kesselwagen bietet sich das an, gleich verschiedene Lackierversionen zu machen. Deswegen haben wir hier jetzt einige Muster schon stehen. Die werden auch kurzfristig lieferbar sein, nach der Spielwarenmesse direkt. Wir haben aufgrund der vierachsigen Uerdinger Kesselwagen, die wir schon im Sortiment hatten, große Nachfrage nach den kleineren gehabt. Haben die dann auch recht schnell in der Konstruktion vorangetrieben und jetzt sind die Formen fertig. Die Produktion läuft, ist kurz vorm Abschluss, beziehungsweise, soweit ich weiß, schon abgeschlossen und werden in Kürze ausgeliefert. Die haben einen super attraktiven Preis mit 35 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Deswegen wird es ein Standardwagen bei uns im Sortiment, der auch in großer Stückzahl natürlich in den Zügen gefahren ist. Es ist ja auch immer wieder ein Hingucker auf Modellbahnanlagen, vor allem bei großen Modellbahnanlagen. Und da kommt so ein Zug gefahren mit so einem langen Kesselwagenleine hinten dran. Sieht einfach toll aus und der Preis ist ja auch attraktiv. Und die Modellbahner dürfen sich freuen, die schon lange spitz drauf sind, wahrscheinlich auf die Wagen, dass sie demnächst in Handel kommen. Bietet sich an, ja. So, dann haben wir noch den Staubbehälterwagen. Ich finde das ja immer lieber lustig, liebe Zuschauer, aber es ist ja auch korrekt so. Die haben alle ganz lustige Namen hinten dran. KKDS55. Wissen Sie, was das heißt? Die Bezeichnung selbst, nein, muss sich passen. Jetzt habe ich wieder gedacht, ich krieg von der Katrin Braun was erzählt. Aber es ist, diese Kürzel sind wirklich manchmal halsbrecherisch und zungenbrecherisch. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Staubbehälterwagen. Hier weiß ich, wie er heißt. Genau, das ist ein Staubgutwagen, ein vierachsiger und wie man sieht auch mit vier Behältern. Ist ein Modelltyp, den wir so noch überhaupt nicht im Sortiment hatten. Ein sehr besonderer Wagen, allein durch seine Form und natürlich auch durch die Ansatzteile, die dran sind. Man sieht hier extra angesetzte Aufstiege und Leitern. Das macht es immer ganz besonders. Es sind viele einzelne Teile, die am Gehäuse gut verschraubt sind, gut montiert sind. Und da sind wir drauf gespannt. Das sind jetzt auch schon Formteile. Also ich denke mal, diese vierachsigen Versionen sind auch relativ selten gewesen. Mhm. Denn man kennt diese Staubkesselwagen meist nur als Zweiachser-Version. Also insofern ist das auch eine sehr interessante Neuheit, die Sie anbieten. Ja, soweit ich weiß, gibt es den in der Form auch noch nicht im Modell. Deswegen sind wir da. Also, Sie haben es gerade aus berufenem Munde gehört, liebe Blonde und Freunde. Brava sind die Ersten, die das Modell praktisch rausbringen. Ein interessantes Vorbild auf jeden Fall. Jetzt. Das ist immer Produktpflege, klingt immer toll. Viele. Zusätzlich zu den vielen Formneuheiten, die wir sowieso anbieten. Die Baureihe 06 gehört auch dazu, war jetzt einige Jahre nicht mehr im Sortiment. Gibt nach wie vor Kunden, die danach fragen. Deswegen haben wir sie wieder aufgenommen. Dieses Jahr in zwei Varianten. Bekommt auch eine neue Elektronik und wird einfach technisch überarbeitet, auf den neuesten Stand gebracht. Nach wie vor ein ganz tolles, beeindruckendes Modell, das auch ein großes Vorbild hat. Also ich finde, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, solche vollverkleideten Maschinen absolut faszinierend. Ja. Man hat ja auch schon diverse alte Produktfilme gesehen, die hier und da im Netz zu sehen sind. Wenn die dann frisch vom Werk ausgeliefert werden,
Das muss eigentlich damals eine tolle Zeit gewesen sein. Das war ja so diese Pionierzeit, wo Dampfloks en gros gebaut wurden. Und man hat sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, Loks zu verkleiden, um höhere Geschwindigkeiten zu erzielen. Das ist ja eigentlich auch in den 30er Jahren eigentlich so ein bisschen schon Vorreiterrolle gewesen. Ja, richtig. Die 06 war ja die größte deutsche Dampflokomotive. Und die S26, die wir auch im Sortiment haben, die schnellste. Deswegen sind es natürlich von der technischen Entwicklung in der Geschichte sowieso herausragende Vorbilder. Und auch das Modell finde ich immer noch beeindruckend. Ich habe es jetzt auch ein paar Jahre oder war ein paar Jahre nicht im Sortiment. Wir haben es zwar zu Hause in der Firma auch immer in der Vitrine. Bei uns in den Konferenzräumen sind Vitrinen, dann läuft man fast täglich dran vorbei. Aber wenn es dann mal wieder vor einem steht, ist auch immer noch ein tolles Produkt. Man kann auch dazu erwähnen, dass es ja auch die passenden Schnellzugwagen dazu gibt. Da kann man ja eigentlich ziemlich viel sogar dranhängen. Ne? Ja, gibt es im Brava-Sortiment inzwischen eine große Auswahl für die Kombination. So, jetzt haben wir sie noch mal in eine andere Position gerückt, die Lok, um sie auch mal von der anderen Seite zu sehen. Also, finde ich toll. Genau. Mensch, war das eine verrückte Zeit damals. Da haben wir ja noch gar nicht gelebt, um Gottes Willen. Alles klar. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was an Produktpflege bzw. Neuheiten vorzustellen ist. Ich finde, es sind wieder interessante Sachen dabei. Und im Bereich Sondermodelle müssen wir aber jetzt noch über eine Lok sprechen, die ganz wichtig ist. Die kann man zumindest auf Ihren Webseiten sehen. Ja, richtig. Wir haben zusätzlich zum Neuheitensortiment noch einige Messemodelle, die angeboten werden, die zeitlich limitiert bestellt werden können bis jetzt Werner Spielwarenmesse. Da möchte ich eigentlich einen Zug hervorheben. Das ist eine V100 mit 4 Silberlingen, die es in 3 verschiedenen Versionen gibt. In Gleichstrom analog und Gleichstrom mit Sound und Digitaltechnik sowie Wechselstrom mit Digitaltechnik. Da ist das Besondere, dass dann auch schon die Personenwagen, die Silberlinge inklusive Innenbeleuchtung und eingebautem Decoderabwerk ausgeliefert werden. Also auch einfach ein komplett abgestimmter Zug, der von der Beheimatung angefangen bis zur Digitaltechnik aufeinander abgestimmt ist und den Kunden hoffentlich viel Freude bereitet. Genau, das ist ein Messemodell in limitierter Auflage, dass die Händler jetzt hier im Rahmen der Spielwarenmesse bestellen können. Und zusätzlich dazu haben wir noch einige Güterwagen-Messemodelle im Sortiment, immer kleine Zweiersets mit historischen Beschriftungen. Können sich die Kunden gerne auf der Website informieren. Erstens mal das und zweitens auf unserer Webseite, liebe Zuschauer, weil wir haben speziell für die Messe und für die Neuheiten, die hier vorgestellt werden, eine Landingpage gemacht. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie bei uns was bestellen, gibt es auch besondere Konditionen. Sie erwerben nämlich einen Einkaufsgutschein für Ihren nächsten Einkauf bei uns auf Xtrain24. Also das ist eigentlich, denke ich mal, schon ein recht attraktives Angebot. Sie finden diese Messeneuheiten und auch diese Sondermodelle selbstverständlich bei uns oder auch natürlich bei Brava auf der Seite, ist ganz klar. Aber es gibt noch eine Lokomotive, eine Diesellok Baureihe 291 von Sunrail, kann man sich auch ansehen auf unseren Seiten. Die finde ich, ich sage jetzt mal, affengeil. Genau, kann man sich auch auf der Website ansehen. Im Moment gibt es noch als Vorbildfoto. Werden wir ein ganz besonderes Modell umsetzen. Und zwar hat die Metrans in Hamburg eine Sonderlackierung ihrer V90 seit Sommer im Vorbild umgesetzt, wurde im Sommer lackiert. Und zwar wurde die Lokomotive von einer Künstlerin designt mit einer ganz besonderen Lackierung. Und da ist zum Beispiel auf der einen Seite die Marlene Dietrich abgebildet, auf der anderen Seite der Hans Albers und die noch ein historisches Segelschiff aus Hamburg. Und es ist eine wirklich beeindruckende Lackierung, die ganz tolle Persönlichkeiten noch dabei hat. Und die Künstlerin hatte da echt ein gutes Händchen. Sieht toll auf auf der Diesellok. Und wird ein tolles Modell und auch exklusiv bei uns erhältlich. Wir sind die Einzigen, die es als Modell umsetzen dürfen in der Lackierung. Sie haben es gehört, ich habe es gesehen. Sie werden, der eine oder andere wird es von Ihnen wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Also ich muss wirklich sagen, diese Idee, eine Lok so zu designen oder auch zu gestalten, es hat ja auch schon ein bisschen Tradition, wenn wir jetzt mal abschweifen auf andere Lokomotiven, die werden also besonders bedruckt. Die Österreicher machen sofort, da gibt es eine Polizeilok und was weiß ich alles. Das macht einfach das Eisenbahnleben ein bisschen bunter. Also ich finde jedenfalls toll.
ja, auch vielleicht für jemanden, der sich sonst nicht so dafür begeistert, einfach ein tolles Design. Da schaut man gerne mal hin und bleibt auch das Auge dran hängen. Das haben die Österreicher ja auch mit dem Railjet gemacht, mit der längsten Flagge Österreichs. Okay. Wahnsinn. Die haben praktisch die Wagen hinten dran mit einer durchgehenden Flagge geziert. Ja. Also man lässt sich da sicherlich einiges einfallen. Und ja, dann sage ich immer weiter so, liebe Freunde da draußen, dass auch viel im Original fährt, dann kann die Katrin Braun und Brava sicherlich noch einiges in der Richtung nachbauen und liefern. Neue Ideen, genau. Neue, frische Ideen. Liebe Katrin Braun, das war's in aller Kürze und schmerzlos, ganz einfach, die Neuheiten uns zu präsentieren. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, danke, dass wir zu Gast sein durften, dass wir vor allen Dingen auch die 06, ich muss sagen, das ist eine Lok. Okay, also vielen, vielen Dank für die Präsentation und ich denke, das wird den Zuschauern zu Hause auch sehr gefallen haben. Wir sehen uns wieder um 17 Uhr zur nächsten Live-Übertragung. Bis dann verbleibe ich mit bestem Dank an Katrin Braun, ihr Frank Wuttig. Dankeschön.